Meine Damen und Herren, wir fahren fort in der Tagesordnung mit Tagesordnungspunkt 3, der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zum Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung. Ich nehme an, Herr Rhein, ja, Herr Rhein, ich erteile Ihnen, Staatsminister Rhein, das Wort zur Einbringung. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank. Die Regierungschefs der Länder haben im März 2016 einen neuen Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung abgeschlossen. Im Mittelpunkt der neuen Regelungen steht die Optimierung der bestehenden Vergabeverfahren für Studienplätze, und zwar in zulassungsbeschränkten Studiengängen. Und der bereits mit dem bisherigen Staatsvertrag vom Juni 2008 eingeschlagene Weg mit dem von der Stiftung für Hochschulzulassung angebotenen Serviceverfahren zum Abgleich von Mehrfachzulassungen, dem sogenannten dialogorientierten Serviceverfahren, eine effiziente, eine transparente und eine zügige Abwicklung der bundesweiten Studienplatzvergabe zu erreichen, wird mit dem neuen Staatsvertrag und dem Gesetz zum Staatsvertrag fortgeführt. Derzeit steht das dialogorientierte Serviceverfahren den Hochschulen nur für Zulassungsverfahren in Studiengängen mit örtlichen Zulassungsbeschränkungen zur Verfügung. Die Stiftung für Hochschulzulassung und die Länder haben nun die notwendige Erneuerung der noch aus den 70er-Jahren stammenden Software, mit der das zentrale Vergabeverfahren für Medizin und Pharmazie bislang durchgeführt wird, zum Anlass genommen, beide Verfahren künftig auf einer gemeinsamen technischen Plattform abzubilden. Der neue Staatsvertrag schafft dafür die notwendige rechtliche Grundlage und er bietet darüber hinaus die Möglichkeit, auf Wunsch der Hochschulen nun auch Studienplätze ohne Zulassungsbeschränkungen über die zentrale Plattform zu vergeben. Das allerdings bedeutet in keiner Weise, das will ich sehr ausdrücklich unterstreichen, dass die Entscheidung der Frage, wer darf welches Studium an welcher Hochschule beginnen, verlagert wird und die Hochschulen durch die Bündelung der Verfahren bei der autonomen Auswahl ihrer Studierenden eingeschränkt würden. Ganz im Gegenteil, die Hochschulen wählen weiterhin ihre Studierenden sowohl in den Studiengängen des zentralen Verfahrens als auch in den örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen für 60 bis ca. 80% der nach Abzug bestimmter Quoten verbleibenden Studienplätze in hochschuleigenen Auswahlverfahren aus und erstellen dann entsprechende Ranglisten ihrer Bewerberinnen und Bewerber und sprechen die entsprechenden Zulassungsangebote aus. Mir ist sehr wohl bewusst, dass es eine trockene Materie ist. Allerdings darf man die Bedeutung des Vergabeverfahrens nicht unterschätzen. Das gilt einmal natürlich in juristischer Hinsicht, das gilt aber insbesondere auch in Bezug auf jede und jeden Studierenden. Das Vergabeverfahren hat die essentielle und die verfassungsrechtlich gebotene Aufgabe, alle zur Verfügung stehenden Studienplätze im Interesse der Bewerberinnen und Bewerber auszuschöpfen. Damit hängt ein transparentes und damit hängt ein zügiges Verfahren, was hiermit gestaltet wird, sehr eng zusammen. Wie ist es bislang? Gegenwärtig bewerben sich die Studierwilligen in der Regel an mehreren Hochschulen, um ihre Zulassungschancen zu erhöhen, was man individuell natürlich nicht nur nachvollziehen muss, sondern wahrscheinlich auch in jeder Situation bei den Studierenden nachvollziehen kann. Problematisch wird es allerdings dann, wenn jemand Zusagen von mehreren Hochschulen erhält und sich dann für einen Studienplatz entscheidet, den anderen Hochschulen das aber nicht rechtzeitig oder vielleicht sogar auch gar nicht mitteilt. Denn dann können freigebliebene Studienplätze im Nachrückverfahren erst sehr spät oder manchmal sogar gar nicht mehr vergeben werden. Das hindert oder das mindert die Chancen anderer Studierender, und das wollen wir nicht, weil es für die anderen Bewerber unfair ist und ihnen, wie gesagt, erhebliche Chancen nimmt. Das mehrstufige dialogorientierte Serviceverfahren sorgt dafür, dass bei Annahme eines Zulassungsangebots Mehrfachbewerbungen, wie ich sie eben erwähnt und dargestellt habe, an anderen Hochschulen gestrichen werden
und dass dort die nächsten Bewerberinnen oder Bewerber von den jeweiligen Ranglisten der Hochschulen auf die frei werdenden Plätze aufrücken und nun ihrerseits Zulassungsangebote erhalten. All dies können die Bewerberinnen und Bewerber im Übrigen dann auch online verfolgen, und sie können sich insoweit dann auch über ihre jeweiligen Zulassungschancen fortlaufend informieren. Es liegt natürlich auf der Hand, dass die Koordinierungseffekte durch dieses DOSV nur dann ihre wirkliche und volle Wirkung entfalten können, wenn alle Hochschulen, und zwar bundesweit alle Hochschulen, am Verfahren teilnehmen. In diesem Sinne regelt der neue Staatsvertrag, dass die Stiftung für Hochschulzulassung ab dem Wintersemester 2018/2019 für die Durchführung des DOSV mit Ausnahme von wenigen speziellen Ausnahmen, das sind beispielsweise Hochschulen, die ausschließlich künstlerische, duale oder Fernstudiengänge anbieten, also hier von allen Hochschulen Beiträge erhebt. Auch hier lassen wir als Land Hessen die Hochschulen nicht alleine, sondern wir leisten den Hochschulen des Landes bei diesem Weg, auf diesem neuen Weg finanzielle Unterstützung bei der technischen Anbindung an das DOSV und erstatten die Beiträge der am Verfahren teilnehmenden Hochschulen mit Mitteln aus dem HSP 2020. Ich halte das für sachgerecht. Eine Verordnungsermächtigung im Gesetz zum Staatsvertrag räumt uns die Möglichkeit ein, die Teilnahme aller Hochschulen dann auch durch Rechtsverordnung zu regeln. Lassen Sie mich zum Abschluss noch auf einen aus meiner Sicht sehr wichtigen Aspekt, der in der Diskussion und in den Anhörungen natürlich auch eine Rolle gespielt hat, eingehen. Mit der im Staatsvertrag vorgesehenen Umstellung von Wartesemestern auf Bewerbungssemester in den Studiengängen des zentralen Verfahrens müssen sich die Bewerberinnen und Bewerber ab sofort aktiv jedes Semester bei der Stiftung für Hochschulzulassung für einen Studienplatz bewerben. Der reine Zeitablauf, so wie das bislang gewesen ist, seit Erhalt der Hochschulzugangsberechtigung alleine zählt nicht mehr als Wartezeit. Und ja, natürlich heißt das dann auch, dass die Studierwilligen jedes Semester eine Bewerbung an die Stiftung für Hochschulzulassung abschicken müssen. Dafür aber lässt sich künftig die Dauer der Wartezeit bis zur Zulassung besser prognostizieren. Und ich finde, dieser Umstand dürfte im Interesse einer besseren Planbarkeit für die Bewerberinnen und Bewerber hinnehmbar sein. Soweit, meine Damen und Herren, die wesentlichen Änderungen, die der neue Staatsvertrag mit sich bringt. Die Landesregierung bittet den Hessischen Landtag gemäß Artikel 103 Absatz 2 der Hessischen Verfassung um Zustimmung. Herzlichen Dank. Danke, Herr Minister Rhein, für die Einbringung. Ich eröffne die Aussprache. Vereinbarte Redezeit sind 7,5 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr May vom BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Staatsminister Rhein hat ja sehr eindrucksvoll dargestellt, um welche Maßgaben es hier geht. Ich glaube, dass der Staatsvertrag für den Bereich, der hier zu regeln ist, durchaus sinnvolle Neuregelungen schafft. Ich möchte deswegen, weil Herr Kollege Rhein das schon so sehr gut dargestellt hat, nur einen Punkt noch einmal besonders für meine Fraktion betonen, nämlich die Ermächtigung zur Teilnahme am dialogorientierten Serviceverfahren, die in § 4 Absatz 9 geregelt ist. Ich glaube, dass das sehr sinnvoll ist, weil eben gerade durch das dialogorientierte Serviceverfahren auf elektronischem Wege dazu beigetragen werden kann, dass örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge besser und zügiger und zuverlässiger vergeben werden können. Das ist im Sinne derjenigen, die studieren wollen, weil damit eben Leerstände, also Plätze, die nicht besetzt werden können, vermieden werden und so eine bessere Verteilung der vorhandenen Studienplätze erreicht werden kann. Das ist für all diejenigen, die sich für einen örtlich
zulassungsbeschränkten Studienplatz interessieren, eine gute Nachricht, weil wir eben damit insgesamt die Vergabe verbessern können und damit im Endeffekt mehr Menschen, die solch einen Studienplatz begehren, einen anbieten können. Von daher finde ich das eine sehr gute Maßnahme, die hier mit auf den Weg gebracht wird. In allem Weiteren schließe ich mich den Ausführungen des Ministers an und begrüße die Einbringung. Vielen Dank. Danke, Herr May. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Dr. Sommer zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte noch etwas zur Studienplatzvergabe sagen. Eine zentrale Datenbank, die ist natürlich, also klingt erst einmal im ersten Moment durchaus gut und auch sinnvoll. Und Herr Rhein hat ja schon erläutert, Ziel ist, alle freien Studienplätze in Deutschland, so auch in Hessen, zu besetzen und gleichzeitig zu verhindern, dass keine Mehrfachzusagen getätigt werden. So sollen eben freie Plätze sinnvoll und schnell ohne Lücken vergeben werden. Und seit rund 5 Jahren gibt es jetzt das dialogorientierte Serviceverfahren. Und was sich in der Theorie so gut anhört, das ist leider aber in der Praxis nicht so schön, da sieht es anders aus, meine Damen und Herren. Das zeigt auch die Beantwortung auf meine Kleine Anfrage aus dem April 2015. Auch nach 5 Jahren ist das System immer noch fehlerbehaftet und funktioniert eben nicht reibungslos. Technische Probleme wurden ersichtlich, da die Software des Serviceverfahrens zunächst nicht mit derer von den Hochschulen kompatibel ist. Und viele Hochschulen sind auch noch skeptisch. In Hessen waren es 2, die daran teilgenommen haben, jedenfalls so die Aussagen in 2015. Das waren Marburg und Frankfurt, die sich dem dialogorientierten Serviceverfahren angeschlossen haben. Sollte sich daran etwas geändert haben, kann uns das der Herr Rhein ja sicherlich im Laufe der anschließenden Beratung berichten. Fakt aber, meine Damen und Herren, ist, in den letzten 5 Jahren ist der Anteil der nicht besetzten Studienplätze von 4,8 auf 6,3 in ganz Deutschland angestiegen statt gesunken. Und das trotz dieser zentralen Datenbank, meine Damen und Herren, und einer Überzahl an Bewerbern auf Studienplätzen. Da fragt man sich doch, wie kann das möglich sein? Ziel war doch, genau diese Zahlen zu minimieren, also dafür Sorge zu tragen, dass es nur wenige oder, wenn möglich, gar keine unbesetzten Studienplätze mehr gibt. Ein Grund ist vielleicht darin zu suchen, dass nur wenige Universitäten am Verfahren teilnehmen. Zu fragen ist deswegen, warum bisher nicht mehr Hochschulen bzw. alle Hochschulen an diesem System teilnehmen. Die Antwort ist leicht gefunden. Auf der einen Seite ist es der finanzielle Aspekt und dass bisher andere Systeme verwendet wurden. Laut Beantwortung der Kleinen Anfrage wird in Hessen, und Herr Rhein hat es ja gerade auch gesagt, im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 die Anbindung des Verfahrens getragen. Dennoch sind die Kosten für die Teilnahme an der gemeinsamen Hochschulzulassung von den Hochschulen zu finanzieren bzw. mitzutragen. Das ergeht aus der Finanzministerkonferenz. Die haben ein Kostenmodell erstellt, wo zunächst 15, dann 30, schließlich aber 100 im Jahr 2018 übernommen wird. Aber auch hier ein kurzer Einwand. Das Hessische Ministerium Wissenschaft und Kunst hat sich bereit erklärt, auch die Kosten hier neben den Anbindungskosten bis 2020 zu übernehmen. Trotzdem, meine Damen und Herren, bleiben die Gebühren. Was ist nach 2020? Und einigen Hochschulen, und das ist in den Gesprächen immer wieder deutlich geworden, sind diese Kosten zu hoch. Einige andere wollen daran erst gar nicht teilnehmen, weil das System einfach seinem Zweck nicht entspricht und das Geld verschwendet werde. Ich möchte aber neben aller Kritik auch eine Erfahrung aus der Universität Marburg einfließen lassen. Das Fachcluster Psychologie beispielsweise bewertet das Verfahren positiv. Es sei technisch sehr gut einsetzbar. Organisatorisch stelle es allerdings ein Problem dar, wenn andere nicht teilnehmen. Und aufgrund vielfacher Bewerbungs- und Zulassungsmöglichkeiten außerhalb des dialogorientierten Serviceverfahrens werde die Effektivität des Verfahrens beeinträchtigt. Die Kritiker sind sich trotzdem einig, und die Zahlen
Daten und Fakten belegen das auch. Die zentrale Datenbank zur Studienplatzvergabe gibt es jetzt seit 5 Jahren. Doch sie funktioniert nicht so wie gewünscht, meine Damen und Herren. Die Teilnahme an der zentralen Datenbank zur Studienplatzvergabe für alle Hochschulen verpflichtend zu machen bzw. flächendeckend herzustellen, das ist fraglich, ob das die Lösung ist. Das wird uns die Anhörung zeigen und die weitere Debatte. Zu eruieren und zu klären ist auf jeden Fall dabei, wie behebt man die technischen Schwierigkeiten, was ist mit den Kosten nach 2020 und auch ist weiter in die Debatte einzubinden, inwiefern Studierende bei der freien Hochschulwahl partiell eingeschränkt werden. Das heißt, hier geht es um die Frage, wie verwaltet man Freiheit. Und es geht natürlich auch darum, zu schauen, wie kann man die tatsächlich offenen Stellen, die mehr geworden sind, bei einer Überzahl an Studierenden miteinander kompatibel machen. Da stimmt momentan die Passung nicht. In der Debatte in der 18. Legislatur zu diesem Staatsvertrag ging es darum, den Mangel zu verteilen. Den kann man nicht gerecht verteilen. Dazu wird sicherlich die Kollegin Janine Wissler gleich noch ein bisschen was ausführen. Und dazu haben wir dann ja auch noch einmal Zeit, ausführlich in dem Ausschuss zu sprechen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung Frau Kollegin Wissler, die Fraktion DIE LINKE. Jedes Mal. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielen Dank, Frau Kollegin Sommer, für die Überleitung. Vor 45 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass eine grundsätzliche Hochschulzulassungsbeschränkung im damaligen Fall durch den Numerus Clausus nicht verfassungsmäßig ist, weil das Grundrecht auf freie Berufswahl eingeschränkt wird. Meine Damen und Herren, schon damals litten die Studienbewerberinnen und Bewerber unter einem Mangel von Studienplätzen als Folge einer schon damals nicht ausreichenden Hochschulfinanzierung. Den Umgang mit dieser desolaten Situation fand durch eine grundsätzliche Beschränkung des Hochschulzugangs, diesen Umgang fand das Bundesverfassungsgericht damals für nicht zulässig. Vielmehr wurden Maßnahmen auferlegt, die dazu führen sollten, und ich zitiere aus dem Urteil aus dem Jahr 1945, darin stand, ab 1975 genügend Studienplätze zur Verfügung stehen, um die Gesamtnachfrage befriedigen zu können. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat damals dem Gesetzgeber aufgelegt, bis 1975 genug Studienplätze zu schaffen. Wie sehr sich Bund und Länder um die Erfüllung dieser Auflage bemüht haben, sehen wir heute wieder einmal, wo uns ein staatsvertragliches Regularium für Zulassungsbeschränkungen vorliegt. Und ich sage einmal, bei den Numerus Clausus, da wurde eine Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber immerhin noch auf die Qualifikationsmerkmale gestützt, welche das Schulsystem ermittelt hat, dessen Aufgabe es ja ist, die Hochschulreife festzustellen und eben die Abiturnote festzulegen. In den Augen der Landesregierung aber scheint es nun so zu sein, dass das Schulsystem auch über 45 Jahre nach diesem Urteil immer noch genug Bewerberinnen und Bewerber immer noch zu viele hochschulreife Studieninteressierte produziert. Wir würden sagen, es sind nicht zu viele Menschen, die studieren wollen, sondern wir würden sagen, es gibt nicht genug Studienplätze. Und daran muss sich etwas ändern. Und deshalb werden nun weitere Auswahlmechanismen angelegt, wie sogenannte Studierfähigkeitstests oder Auswahlgespräche. Aber in diesem Staatsvertrag ist nicht festgelegt, was genau die Bewerberinnen und Bewerber davor schützen soll, dass sie, dass willkürlich vorgegangen wird, was sie schützen soll vor diskriminierenden Vorgehen. Das taucht da überhaupt nicht auf. Und ich finde, wenn man es wirklich für notwendig hält, dass man Menschen, die über eine Hochschulreife verfügen, weil sie ein Abitur haben oder einen anderen qualifizierenden Abschluss, wenn man es wirklich für notwendig hält, diesen Menschen zusätzliche Beschränkungen aufzulegen, dann müssen wir doch zugeben, da stimmt etwas nicht, entweder mit unserem Bildungssystem oder aber wir haben ein riesiges Problem mit der Hochschulfinanzierung.
Und Zweiteres, das beklagen die Studierenden, das beklagen die Präsidentinnen und Präsidenten, das beklagen die Lehrenden an den Hochschulen schon lange. Wir haben eine Unterfinanzierung der Hochschulen und in dieser Folge eben auch zu wenig Studienplätze für alle Menschen, die gerne studieren möchten, meine Damen und Herren. Und richtig ist, eine zentrale Vergabeeinrichtung wird ja einen Großteil des Chaos, das wir haben, von den Hochschulen wegverlagern. Das ist angenehm für die Hochschulen, weil wir in der Tat die Situation haben, dass sich Menschen, die Angst haben, keinen Studienplatz zu finden, teilweise an 10 Hochschulen bewerben und am Ende dann 5 Zusagen bekommen, aber natürlich nur einen Studienplatz annehmen können, Plätze leer bleiben, Plätze unbelegt bleiben und dass deshalb regelmäßig zu einem Chaos kommt. Aber auch, also das heißt dann, dass die zahlreichen Studienplatzklagen, die wir haben, dann häufig eben von einer Stiftung mit einer Stiftung ausgetragen werden und nicht mehr mit den Hochschulen. Aber die bekannten Widersprüche, nämlich dass es einfach zu wenig Studienplätze gibt, die werden dadurch nicht aufgelöst werden, egal ob man eine ZVS einführt oder aber wieder abschafft, in eine Stiftung umwandelt oder mit Quotenregelungen ausgestattet wird. Mit dem Staatsvertrag von 2008 konnten wir doch genau das beobachten. Es gibt beispielsweise einen immensen Mangel an Ärzten. Darüber reden wir immer wieder, auch in diesem Haus. Es gibt auch eine riesige Anzahl an hochqualifizierten Studieninteressierten, die genau das werden wollen. Aber die Zulassung, die Anzahl der Zulassungen für ein medizinisches Studium bleiben immer noch viel zu klein. Deswegen muss man doch daran etwas ändern, statt zusätzliche Zulassungsbeschränkungen zu erlassen, meine Damen und Herren. Aber statt nachhaltig in freie und gute Bildung und Wissenschaft zu investieren, nageln Sie Bretter vor die Hochschultüren. Und da hilft auch keine gut gemeinte Quotenregelung. Der Verwaltungsaufwand bleibt immens und die Auswirkungen auf die Bewerberinnen und Bewerber unzumutbar. Wir haben mittlerweile in den USA eine Situation, da zahlen Studienbewerber $900 für 6-wöchige auf die Aufnahmeprüfung vorbereitende Kurse, wo sie dann das Schreiben von Bewerbungsaufsätzen und die Beantwortung von Testfragen einüben, wo sie in soziale Einrichtungen geschickt werden, um das Auswahlkriterium im Lebenslauf unterzubringen. Größere Hochschulen in den USA beschäftigen teilweise mehr als 100 Mitarbeiter allein zur Durchführung von Aufnahmeverfahren. Ich finde, man muss natürlich auch darüber reden, was die Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler und auf die Schulen sind, wenn sich die Bewerberinnen und Bewerber in ihrem Abschlussjahr Auswahltests, Studierfähigkeitstests unterziehen müssen. Denn das heißt, dass sie in der Bundesrepublik hin und her reisen müssen. Das heißt, dass sie in der Zeit sich nicht vorbereiten können auf ihre Prüfungen, dass sie nicht zur Schule gehen können zu der Zeit. Deswegen finde ich das ganze Verfahren absurd, weil alles, was mit diesem Staatsvertrag wieder einmal versucht wird zu regeln, es ist, den Mangel möglichst effizient zu verwalten. Und ein Mangel an Studienplätzen lässt sich nicht irgendwie gerecht verteilen. Es bleibt ein Mangel, egal welche Möglichkeiten man sich ausdenkt, diesen Mangel irgendwie zu verteilen, meine Damen und Herren. Und deshalb, es bleibt absurd, dass viel Geld für unsinnige und zweifelhafte Testverfahren ausgegeben werden, von denen wir auch wissen, dass sie zum Teil diskriminierend wirken, um Menschen vom Studium abzuhalten, statt das Geld zu nehmen, um die Kapazitäten auszuweiten, um mehr Studienplätze zu schaffen. Damit wäre das Geld nämlich sehr viel besser angelegt. Wir wollen doch, und das ist doch eine politische Willenssetzung auch der Bundesregierung, dass man die Studierendenquote langfristig erhöht. Wir haben eine zunehmende Studierneigung. Von daher sollten wir doch lieber an den Ausbau der Studienplätze gehen. Die Auswahl selektiver Auswahlverfahren, die eben den Mangel an Studienplätzen verwalten, ist nicht sinnvoll. Und deshalb hat DIE LINKE schon 2008, 2009 den Staatsvertrag, der damals vorlag, genau in dieser Hinsicht kritisiert. Und das kritisieren wir auch an diesem Staatsvertrag und an dem Begleitgesetz, weil am Ende gilt, es schränkt das Recht auf freie Berufswahl ein. Und wir wollen eine Hochschulzulassung, die allen Menschen die Möglichkeit gibt, ein Studium aufzunehmen und nicht durch völlig willkürliche Zulassungsbeschränkungen das Recht auf ein Studium einschränkt, nur weil Landesregierung und Bundesregierung nicht bereit sind, die Hochschulen ordentlich auszustatten. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Wolff für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
ältere Semester, so wie ich zum Beispiel, kennen es noch ein bisschen anders. Dort hat man sich beworben an verschiedenen Orten in der Republik und manchmal darüber hinaus. Dort hat man, wenn man an einer Hochschule eine Zusage bekommen hat, möglicherweise ein bisschen vergessen, diese Zusage in eine Absage an andere Hochschulen umzumünzen. Da hat man danach entsprechende Nachrückverfahren gehabt, die oftmals mehrfache Nachrückverfahren waren, weil das auch mehrfach gestaffelt so geschehen ist. Und am Schluss konnte es passieren, dass ein Studienplatz entweder Wochen nach Semesterbeginn besetzt worden ist oder eben auch gar nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das Gefühl, nach der Rede von Frau Wissler und auch von Frau Dr. Sommer, dass diese Realität von damals sehr weit von Ihrem geschichtlichen Bewusstsein weg ist, mit dem, was Sie hier gesagt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mir die Quantitäten von heute anschaue, wenn ich mir die Steigerung der Studienplätze anschaue von heute, wenn ich mir die Zahl der Studienfinanzierung anschaue von heute, sind wir himmelweit weg von dem, was Frau Wissler eben gemixt aus Märchen aus USA und Deutschland erzählt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben eine grundlegende Strukturveränderung im Jahr 2008, 2009 gehabt, indem wir die Zulassung entsprechend durch die Stiftung gebündelt haben. Und damit sind Effizienz, Transparenz und auch Schnelligkeit eingetreten und Verlässlichkeit. Da mag es durchaus noch die ein oder anderen Kinderkrankheiten gegeben haben. Das will überhaupt nicht bezweifelt werden. Aber dieser grundlegende Schritt, der heute in seine zweite Stufe geht, der ist von hoher Bedeutung. Und deswegen ist es richtig, dass wir dieses auch weiterentwickeln. Bisher ist es möglich gewesen, dass Hochschulen in einzelnen, auch an örtlichen Hochschulen, zulassungsbeschränkten Studiengängen dieses System gebraucht haben. Das wird mittlerweile dann optimiert und ausgeweitet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und dann haben wir eben auch den Tatbestand noch vor uns, dass wir mit Software gekämpft haben aus den 70er Jahren. Also da war es dann wirklich noch so. Aus den 70er Jahren. Das wird jetzt vollständig renoviert. Und damit wird die Optimierung der Vergabe in zulassungsbeschränkten Studiengängen möglich. Das heißt aber auch, dass wir die Dinge, muss ich nicht wiederholen, die der Minister gesagt hat, dass das auf alle Studiengänge ausgeweitet werden kann, dass dementsprechend auch aber keinerlei Einschränkung erfolgt der Auswahlmöglichkeit und des Rechts auf Auswahl für alle Hochschulen. In den Prozenten bei Zulassungsbeschränkten zwischen 60 und 80%, bei den anderen selbstverständlich 100%. Daran wird nichts geändert. Auf alle wird das ausgeweitet mit einem verbesserten System, mit einem angepassten System, an dem alle Studiengänge mittlerweile und alle Hochschulen damit teilnehmen. Ich will allerdings auch sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde es bedeutend, dass genau in dieser Übergangszeit neue Software, Erweiterung des Systems, was besteht, es von hoher Bedeutung ist, dass genau für diese Zeit und erst einmal eine Planungssicherheit dafür besteht, auch das Land die Bezahlung übernimmt, sowohl der Software als auch entsprechend der Beiträge, die die Hochschulen nun zu leisten haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ausgehend von dem, was manche von uns hier im Raum in früheren Jahren erlebt haben, an merkwürdigen Auswahlverfahren, an unökonomischen Auswahlverfahren, an gescheiterten Auswahlverfahren, ist dieses ein Megaschritt. Und ich denke, dass wir das im Ausschuss und in der zweiten Lesung dann auch entsprechend so beraten und beschließen werden. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Beer für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Also, ich bin mir angesichts der überschaubaren Unterschiede zwischen diesem Staatsvertrag und seinem Einbringungsgesetz und dem vorausgegangenen Staatsvertrag und seinem Einbringungsgesetz, Frau Kollegin Wolff, gar nicht so sicher, dass das jetzt im Verhältnis zu dem, was wir bislang hatten, so der Megaschritt ist. Ich habe das Gefühl, es ist mehr eine Frage eigentlich von technischen Umsetzungen, die dann hier natürlich nachvollzogen werden müssen. An dieser Stelle, aber das ist dann sicherlich
im Rahmen eines Anhörungsverfahrens zu klären. Ob da jetzt noch einmal so ein riesengroßer qualitativer Sprung dazwischen sein soll. Ich stelle für unsere Fraktion einfach einmal ein paar Fragen in den Raum dieser Debatte, die sich dann sicherlich im Rahmen der Anhörung erläutern lassen, weil uns im Vorhinein natürlich die Unterlagen zur Kabinettsanhörung noch nicht vorliegen. Das würde uns durchaus interessieren, Herr Minister. Das will ich an dieser Stelle schon einmal hinterlegen, weil das vielleicht auch eine entsprechende Vorbereitung, gegebenenfalls auch eine Abkürzung des sonstigen parlamentarischen Verfahrens ermöglichen würde in diesem Zusammenhang. Also mal vorneweg angefangen. Die Freien Demokraten haben ja durchaus kritisch dem entsprechenden Verfahren auch der Stiftung gegenübergestanden. Und das bezieht sich auf mehrere Punkte. Das eine ist der Kostenfaktor. Es ist löblich, dass bislang seitens des Landes Hessen den teilnehmenden Hochschulen am dialogorientierten Serviceverfahren die entsprechenden Gebühren erstattet werden. Auch löblich, wenn man das über das in der Kultusministerkonferenz ja verabredete Jahr 2018 hinaus machen will, dann bis 2020. Gleichwohl stellt sich trotzdem die Frage, inwiefern nicht nur in Hessen, auch darüber hinaus eine dauerhafte Absicherung dieser Gebührenerstattung erreicht werden kann, weil auch ich wie die Kollegin von der Sozialdemokratie der Meinung bin, dass das durchaus einen Einfluss auf die Teilnahme an diesem Verfahren haben kann. Und auch der Minister ja einräumen musste, dass wenn wie momentan 125 von 180 Hochschulen teilnehmen, der erhoffte Effekt bei der Abschaffung der Probleme im Zusammenhang mit den Mehrfachbewerbungen, den ja auch Frau Kollegin Wolff so eindrücklich aus der Vergangenheit schilderte, ja durchaus begrenzt sein kann. Das mag die nicht betreffen, die jetzt zu den Studiengängen der 125 gehören, aber die andere Seite fehlt halt. Und da muss ich sagen, bin ich mir nicht so 100% sicher, dass alle Hochschulen der Meinung sind, dass dieser Servicegedanke der Stiftung wirklich hundertprozentig so ist, wie sie sich das vorstellen. Und vor dem Hintergrund, dass ja auch eine Weiterentwicklung der Software und dann auch eine Koordinierung mit den jeweiligen Hochschulen notwendig ist in der Zukunft, natürlich die Frage im Raum stellt, nachdem der Bund dann raus ist aus der Finanzierung, die meisten Länder sich rausziehen aus der Finanzierung nach 2018, von wem das dann zu tragen ist. So, und da wird die Antwort wohl sein, die Hochschulen, es sei denn, es steigen einzelne Länder oder der Bund dann wieder ein. Und vor diesem Hintergrund sehe ich schon noch das Problem, dass wir möglicherweise nicht attraktiv genug sind mit diesem Verfahren, um noch mehr Hochschulen in diesen Zusammenhang reinzuziehen, gerade vor dem Hintergrund, dass eben einige Hochschulen nach wie vor kritisch sind und damit das Gesamtprojekt infrage stellen. Der nächste Punkt, den ich damit zusammenhängend diskutieren will, aber mehr vor der Frage, ob es denn auch noch notwendig sein muss. Das ist die Frage der zentralen Zulassung von Studiengängen, also wie z.B. Medizin und Pharmazie. Wir sind durchaus der Meinung, dass man das in das dezentrale Verfahren überführen könnte. Diese Frage müsste man sich zumindest einmal im Zusammenhang mit der Thematik hier an dieser Stelle stellen. Auch diese Studiengänge in den Bereich der Hochschulautonomie dorthin zu überführen, also auch die Entscheidungskompetenzen hierzu, wo die Bewerberinnen und Bewerber nachher am Studieren sind. Deswegen wäre natürlich auch die Frage, inwiefern sich der neue Staatsvertrag dann auf solche Möglichkeiten weiter auswirkt. Dritter Punkt, die Ermittlung der Aufnahmekapazität. Sie ist ja in § 3 wieder dargestellt. Es ist auch wieder dargestellt, dass besondere Programme wie z.B. QSL oder auch die Bund-Länder-Programme bei der Ermittlung der Aufnahmekapazität außen vor bleiben. Mir stellt sich die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist, dies auf Dauer zu tun. Letztendlich haben wir gerade auch, weil ja hier Bundes- und Landesmittel in Hessen jeweils gegengerechnet wurden, also nur von einer Tasche in die andere verschoben wurden, eigentlich nur Intransparenz durch dieses Verfahren generiert, meines Erachtens eine Frage für die Anhörung, ob es nicht für die Hochschulen sinnhafter wäre, hier zu einem einheitlichen System zu kommen, damit Bürokratie, dieses ständige Hin- und Herrechnen zwischen den verschiedenen Töpfen abzubauen und auch im Hinblick auf die Studienplatzbewerberinnen und Bewerber eine größere Transparenz über die tatsächlich vorhandenen Aufnahmekapazitäten zu stellen. Letztendlich will ich diese Diskussion nicht vorbeigehen lassen, gerade weil sie sich doch in der Umsetzung dieses Gesetzentwurfs als eine sehr technische darstellt, noch einmal einen visionären Blick in die Hochschulpolitik zu bringen.
und diese Diskussion zu verknüpfen mit der Frage, ob man nicht grundsätzlich in der Hochschulfinanzierung umstellen könnte und sollte. Wir Freien Demokraten sind ja der Meinung, dass man nach dem System Geld folgt Studierenden, die entsprechenden Studierenden auch mit entsprechenden Bildungsgutscheinen ausstatten sollte, die auf einen gemeinsamen bundesweiten Fonds rekurrieren, in das jedes Bundesland einzahlt. Somit hätte jede Hochschule für jeden aufgenommenen Studierenden einen Betrag, den sie durch die Wahlentscheidung, die Bewerbungsentscheidung des Studierenden selber dann eben bekommen würde für die Kosten des Studiengangs, und zwar entsprechend einer angemessenen Höhe entsprechend des gewählten Studiengangs und dessen Kosten, meines Erachtens ein sinnvolleres Steuerungsinstrument als das, was wir jetzt hier über mehrere indirekte Wege in Deutschland organisiert haben. Wir hätten zudem gerade auch Herz Hessen den Vorteil, dass wir, die wir sehr verantwortungsvoll wesentlich mehr Studienplätze zur Verfügung stellen, gemessen an unserer Einwohnerzahl, als das andere Bundesländer, z.B. das Nachbarland Bayern, tut, die sich da einen echt schlanken Fuß machen, eine entsprechende Qualität unserer Hochschulen und der damit auch zusammenhängenden vielfachen Entscheidung auswärtiger Studierender, hier in Hessen studieren zu wollen, auch einen finanziellen Vorteil von einem solchen sogenannten GEFOS-Modell, also dem Modell Geld folgt Studierenden, leider in Zusammenhang mit diesem Staatsvertrag und seinem Umsetzungsgesetz keinerlei Ansetzungspunkte hierfür. Summa summarum, natürlich ist es sinnvoll, im bestehenden dialogorientierten Serviceverfahrenssystem weiter zu verbessern. Möglicherweise gäbe es zusätzliche Ansatzpunkte. Wir würden uns freuen, wenn wir die Unterlagen der Kabinettsanhörung bereits, der Regierungsanhörung und Kabinettsanhörung bereits zur Verfügung gestellt werden könnten. Und ansonsten werden sehr, sehr viele dieser hiermit zusammenhängenden Fragen sich letztendlich erst in der Anhörung der beteiligten Hochschulen klären lassen. Danke schön. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es liegen mir jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die erste Lesung vollzogen, und wir überweisen zur Vorbereitung der zweiten Lesung diesen Gesetzentwurf in den Wissenschafts- und Kunstausschuss. Kein Widerspruch, somit beschlossen.